So, da bin ich mal wieder. Es heißt wohl, dass Forza 7 bereit ist zum Starten. Ich teste das mal. Manchmal steht das da und man klickt drauf und es funktioniert doch noch nicht, dass man immer noch warten muss. Aber mal sehen, oh, Startbildschirm erscheint. Da merkt man schon mal, ja, der größere Fernseher hat sich doch gelohnt. Wie das jetzt gleich funktioniert, mal gucken. Irgendwie kleines Logo unten, oder? Spannend. Aha, tut sich doch was. Ja, das scheint ja wohl zu laufen, also man muss nicht mehr warten. Jeder Fahrer hat eine Geschichte zu erzählen. Vom ersten Rennen. Vom ersten Rennwagen, von seinen Siegen, den Niederlagen, dem Werdegang. Dies ist der Ausgangspunkt aller Rennträume, der Auftakt eines Vermächtnisses für ambitionierte Fahrer. Einige wenige erwartet nicht nur die Ziellinie, sondern auch die Chance, eine lebende Legende des Rennsports zu werden. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob das Video gerendert war oder eigentlich nicht, ob das echte Spielgrafik gewesen ist. Willkommen bei Forza Motorsport. Ich helfe Ihnen in der Welt des Rennsports. Wenn es das war, dann sah das schon top aus. In Ihrer Reise. Und glauben Sie mir, wenn ich sage, es wird ein harter und steiniger Weg, bis Sie den Cup gewinnen. Ein Weg voller Entscheidungen, die Sie treffen müssen. Und hier ist die erste. Wer sind Sie? Tja, wer bin ich? Manchmal weiß ich es nicht genau. Also die gute Frau glaube ich nehme ich nicht, weil die hat sich irgendwie, weiß nicht. Nee, ich nehme doch den Mann. Es ist Zeit für Ihre erste Fahrerausrüstung. Sie werden noch mehr erhalten, wenn Sie weiter Rennen fahren. Okay, also man darf sich jetzt eine Fahrerausrüstung auswählen. Porta Blau, volle und gestaffelt jetzt nicht mehr. Ja, cool. Ich nehme das Blaue. Von hier aus können Sie Ihre Kampagne um den Forza Drivers Cup starten, im Mehrspielermodus gegen andere Fahrer aus aller Welt antreten oder sich ganz in Ruhe auf Entdeckungsreise begeben. Tja, gucken wir mal, was bei Forza Drivers Cup los ist. Der Forza Drivers Cup ist die größte und abwechslungsreichste legale Rennsportserie der Welt. Seit langem lockt er die besten Fahrer an. Nur wer schnell, flexibel und anpassungsfähig ist, kann auf den legendärsten Rennstrecken aller 5 Kontinente gewinnen. Einige wenige schaffen den Sprung nach ganz oben und verewigen sich in den Geschichtsbüchern. Doch zunächst werden Sie in die Rolle vorheriger Sieger schlüpfen und erfahren, was alles nötig ist, um den begehrtesten Preis des Rennsports zu ergattern. Geschwindigkeit. Der elementare Grundsatz des Rennsports. Dahinter steckt mehr als die Wunder der Ingenieurskunst. Auch die Fahrer, die unerschrocken die Grenzen des Möglichen ausreizen, leisten ihren Teil. Der Pokalsieger der letzten Saison, Michael Müller, ist ein solcher Fahrer. Er ist dafür bekannt, auf rekordverdächtige Autos zu setzen. Doch beim letzten Dubai Invitational erregte er großes Aufsehen mit einem Auto, von dem niemand wusste, dass es überhaupt existiert. Das muss ich mal sagen. Ich finde es klasse, dass sie es bei Forza Motorsport 7
die Porsches dabei sind, also die Marke Porsche, dass man die nicht irgendwie zusätzlich wie bei Forza Motorsport 6 als Pack dazu kaufen konnte, sondern Porsche ist sofort dabei. Wobei, ich habe das echt genossen, auch bei Forza 6 zu zocken. Das hatte etwas, das hat mich sehr an Need for Speed Porsche erinnert. Aber ich muss sagen, die Grafik sieht richtig geil aus. Ist doch schon mal ein Unterschied. Mal gucken, wie ich mich gleich hier schlage. Wahrscheinlich sofort Kaufeffekt. Zurückspulen möchte ich nicht. Wo ändere ich die Ansicht? Oh la 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 la. Ha! Zum Glück muss ich nicht schalten. Eigentlich habe ich das Gefühl, gleich wird es richtig krachen. Aber grafisch sieht es richtig top aus. Also. Muss ich schon mal sagen, das sind Welten. Also wenn man, weil ich habe ja die Demo auf einem normalen 4, also was sage ich 4, einem HD-Fernseher angespielt und das ist natürlich nicht vergleichbar. Das ist wahrscheinlich auch auf der. Kurz konzentrieren hier. Warum ich das jetzt auch in Cockpit fahre, weiß ich nicht. Schalten kann ich ja nicht, aber wir geben dann weiter Gas hier, weil das ja so viel Spaß macht. Was ich auch ganz bemerkenswert finde, ich sitze jetzt hier etwas mehr als einen Meter entfernt von meinem Fernseher und es kommt richtig klasse rüber. Also das Einzige, was noch fehlt, ist ein Lenkrad. Das würde das alles toppen. Aber Grafik ist echt Bombe. Also, ja, natürlich, wie viel jetzt die Xbox One X zu diesem Augenschmaus dazu trägt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber da hätte ich wirklich die Forza Motorsport 7 mit dem Fernseher und mit der One richtig spielen sollen. Aber es ist mehr als flüssig, würde ich sagen. Also, jedes Mal, wenn man neue Forza-Reihe reinschmeißt, denkt man sich, mein Gott, sieht das toll aus. Was soll man wollen, die eigentlich das nächste Mal wieder besser machen? Na, kein Licht oder was? Das finde ich jetzt auch interessant. Das habe ich auch festgestellt. Die Fahrhilfen bremsen mich auch so ein bisschen aus. Aber, Küche mal, naja. Schleifen heißt Rennen fahren. Rennen fahren heißt Schleifen. Vielleicht kennt ihr das. Ach verdammt, nur Zweiter geworden. Was ich wohl mitbekommen habe bei verschiedenen Tests, man muss wohl, wenn man weiterspielen will bei Forza, oder nein, das war doch ein anderes Spiel. Entschuldigung. Erfolg freigeschaltet. Das ist immer was Schönes. Um den Pokal zu gewinnen, müssen die Fahrer diese Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Denn niemand wird mit nur einem Auto siegreich sein, egal wie schnell es ist. In Mugello erzielte Maria Rossi einen Punktevorsprung und gewann schließlich den Cup selbst, indem sie einen eher unkonventionellen Renntruck meisterte und damit den Sieg einfuhr. Naja, sag bloß, ich darf jetzt einen LKW fahren. Aber Mugello, oder Mugello, wie sie das eben ausgesprochen hat, das war, meine ich, die Rennstrecke, die man bei Forza 3 auch hatte. Weil ich meine, Forza 4 habe ich mir vielleicht geholt. 5 kann ich mich nicht mehr erinnern. Weil ich habe ein paar Jährchen keine Xbox mehr gezockt. Und so war dieser Sprung, also der grafische Sprung, war dann schon enorm, den man dann später gesehen hat. So, dann nehme ich euch auch jetzt hier mal mit bei den Rennen. Aber vorher ändere ich mal die Einstellung bei den Fahrhilfen. So, leicht, mittel, schwer, Profi. Ich nehme mal Kammer-Veteran, individuell. So, Bremshilfe, ABS, Lenkung lasse ich mal normal, Traktionskontrolle.
Mach ich mal aus, die andere auch. Handschaltung, ja. Simulation, ja, wenn es dann knallt, dann mal richtig, ne? Ob hier die Reifen durch die Gegend fliegen, bezweifle ich. Das gibt's bei anderen Spielen. Zurückspulen. Was war das denn? Bremsen? Es ist nur ABS, nur Bremshilfe. Alles klar, gut. Annehmen. Ja, und dann mal gucken. Ach du Lieber. Es geht schon wieder los. Das habe ich ja völlig verpeilt. Also man sieht schon, oh, ist das eng. Kommt man da überhaupt durch? So, gleich kommt diese schöne Kurve. So, jetzt werfen wir mal den Anker. Also die Cockpit-Perspektive kommt schon mal cool rüber, muss ich schon mal sagen. Aber grafisch ist es echt beste Sahne. Achso, schalten, ja toll, wenn man es wieder eben Automatik hatte und dann auf einmal selber schalten muss. Nebenher quatscht. Dann ist das was anderes. So, mal gucken, andere Ansicht. Ach, das ist jetzt so richtig Ich-Perspektive. Ja, cool. So, ein bisschen abbremsen. Da ist ja einer immer noch. Den kriegen. Ah, gar nicht geschaltet. Oh, bleib mal in. Ja, ich glaube, bei meiner Fahrweise hält der LKW keine Runde mehr durch. Aber wir haben ihn geknackt. Was mir natürlich jetzt auffällt, ich habe ja gar keine Info, welche Runde hier ich fahre. Finde ich aber auch cool. Kommt das noch realistischer rüber? So, Ansicht wechseln, ja natürlich, das kommt noch viel zügiger rüber. Stoßstangenkamera, das nenne ich mal echt Stoßstangenkamera. Oh, Schleifen. Ganz zu niedrig. Ah, das war ein Fehler. Oh, das ist eine Ansicht, da sieht man ja nicht mehr viel. So. Ah, das kommt echt cool rüber. Oh, ich bin sogar Erster geworden. Ja, cool. Ja, vermutlich, weil ihr dabei seid. So, jetzt aber nach dem Rennen versuche ich mal rauszugehen, um zu gucken, ob meine Designs da sind. Das ist ja, würde ich mal mir selber die Frage beantworten, die ich vorhin ja gestellt habe, aber ich glaube, wir warten noch eine Minute. Wer vorbereitet ist, wird mit Veränderungen zurechtkommen. Die Cup-Legende Ukio Takagi ist für absolute Konzentration bekannt, selbst bei Sturzregen. Um beim Forza Drivers Cup Erfolg zu haben, müssen die Fahrer stets damit rechnen, dass keine Runde der anderen gleicht. Boah, also grafisch sieht's top aus. Ich frage mich nur ständig, kommt gleich irgendwie eine Pause? Oder wird man ständig in das nächste Rennen reingeworfen? Ist schon aber gleichzeitig auch irgendwie cool. Man wird sofort da reingezogen. Wow. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so oft wow sage. Das sieht echt geil aus. Ja, dann gucken wir mal. Suzuka. Muss ich schon sagen, bin ich schon länger nicht mehr gefahren. Ich weiß nicht, ob es... Oh Mann, na? Ich dachte, er sieht schon beinahe nach einem Ausflug aus. Nichts Grüne.
bisschen. Ah, ja, für dich berechtigt, wenn man nicht fahren kann. Aber ich muss sagen, Cockpit an sich kommt echt rüber. Wow, und der scheint hier auch trotz Traktionskontrolle schön zu tanzen. Was mir natürlich auffällt, man sieht die Pfützen gar nicht mehr so gut. So, ich... Wow! Küche, Entschuldigung. Ah, die Wettereffekte, die sehen ja Bombe aus. Ich finde es echt cool, wie schnell man die Meinung ändern kann. Ja, das war natürlich nicht vorbildlich. Boah, alter Schwede. Und da war schon mal der erste Rums. So, Schaden hier, Schaden da. Wie sieht die Kiste aus? Naja, also wäre ich mit meinem Auto in der Realität so mit dieser Geschwindigkeit irgendwo reingerasselt, da wäre ich vermutlich schon alleine durch die Windschutzscheibe durchgeflogen. Das Auto würde auch anders aussehen, aber gut, so ist es halt bei der Forza-Reihe. Was man natürlich auch schon merkt, dass das Auto Schrott ist, ne? Also der zieht nach rechts. Von alleine. Aber egal, allerdings, was man natürlich jetzt sieht, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video so genau sehen kann, die Spiegelung in der Straße, das ist echt der Hammer, ne? Also, das sucht, meine ich, seinesgleichen. Vielleicht diejenigen, die, ich wage das gar nicht im Mund zu nehmen, die vielleicht eine PlayStation 4 haben, die werden sagen, ach, Gran Turismo ist natürlich auch das Geile, aber jetzt hier mit der Spiegelung, dem Himmel und wie jetzt gleich dieser Blend-Effekt drüber kommt, das sieht echt klasse aus. Und ich habe das Gefühl, dass ich vermutlich demnächst immer wieder in der Cockpit-Perspektive zocken werde, weil es kommt richtig klasse rüber. Ups, kleiner Abflug. Soundtechnisch ist es natürlich erste Sahne. Also, dass man so schnell fahren kann, wundert mich gerade. Vermutlich bin ich jetzt letzter. Wow, 18 Ball geworden. So, mal gucken, was gleich kommt. Sturmjäger. Das finde ich ja interessant. Ich bin 18er geworden und kriege dennoch noch einen Erfolg, aber das war einfach nur, weil man in Rennen gefahren ist.